Das Material für den Aufbau der Grundplatte des Flughafens bekommt man für ca. 19 Euro im Baumarkt. Die Spanplatte habe ich dort gleich auf die entsprechende Größe der Flughafenfolie schneiden lassen. Die Spanplatte wird mit einem Unterbau aus Leisten versehen, damit sie sich nach dem Aufkleben der Flughafenfolie nicht verzieht. Auf der Oberseite der Platte wird eingezeichnet, wo die Leisten sich befinden und die Schrauben sitzen sollen. Danach wird mit einem 3 mm Bohrer vorgebohrt und anschließend mit einem Senker Platz für die Schrauben geschaffen. Die mit Weißlein eingestrichenen Leisten werden kurz fixiert, ausgerichtet und dann mit der Spanplatte verschraubt. Durch die Unterkonstruktion aus Leisten wird auch Platz geschaffen, um Schaltkästen und Kabel unterzubringen. Um eine gerade und saubere Oberfläche zu erhalten, werden die Schraubenköpfe verspachtelt und anschließend verschliffen. Der Tapetenkleister wird nach Anleitung auf der Verpackung angerührt und dann damit die Flughafenfolie auf die vorbereitete Grundplatte geklebt.
Jetzt werden die Standorte der Leuchten eingezeichnet. Für die Lampen müssen hier Löcher von 8 mm gebohrt werden. Am zweckmäßigsten ist es, wenn erst einmal mit einem kleineren Bohrer von ca. 3 mm vorgebohrt wird. Überstehendes Folienmaterial wird mit einem scharfen Messer entfernt. Der Einbau der Leuchten bereitet keinerlei Probleme, da diese nur in die Bohrung gesteckt werden müssen. Hier sollte man jedoch auf eine gleichmäßige Höhe der Lampen achten. Ich habe mir als Maß eine normale Leuchte aus dem Zubehörprogramm daneben gehalten. Die Halterung für die Anschlussbox der Lampen wird mit kleinen Schrauben befestigt, damit diese nicht oben durch die Flughafenfolie kommen. Bevor die Kabel von den Lampen zur Anschlussbox verlegt werden können, müssen die Leisten der Unterkonstruktion mit Bohrungen versehen werden. Jetzt steht einer Verdrahtung nichts mehr im Wege. Die Zangenarme an den Kabelenden werden zusammengedrückt und auf die Drähte der Lampen geschoben. Durch Fixierung mit Kabelbindern kommt etwas Ordnung in das Kabelgewirr. Das Kabel wird am Anschlusskasten auf Länge gebracht und anschließend mit dem Seitenschneider auf 10 mm abisoliert. Die blanken Enden der Kabel werden nun in die Anschlussklemmen gesteckt und schon sollten die Lampen brennen. Wenn dies einmal nicht der Fall ist, Drähte herausziehen, vertauschen und wieder einstecken.
Eine Zugentlastung für das Netzkabel ist auf jeden Fall sinnvoll, damit die Anschlussbox nicht aus ihrer Halterung gerissen wird. Was wäre ein Flughafen ohne Befeuerung? Für den Einbau der Lichtleiter werden an den vorgesehenen Positionen, die auf den gelben Leitlinien aufgedruckt sind, Löcher von 0,8 mm gebohrt. Die Vorarbeiten für das Verlegen der Lichtleiter und das Anbringen der LED-Box sind denen des Lampensystems entsprechend. Die Lichtleiter werden durch die Bohrung gezogen und bis zur LED-Box geführt. An der LED-Box werden die Lichtleiter gebündelt und in die Manschetten gesteckt. Es gibt kleine Manschetten für 15 oder große für 25 Lichtleiter. Stimmt die Länge, kann der Lichtleiter mit dem beiliegenden Cutter abgeschnitten werden. Ein Tropfen Kleber hält die Lichtleiter an ihrer Position. Eine Fixierung der Lichtleiter mit Kabelbindern bringt auch hier etwas Ordnung ins System. Für die Stromversorgung der LED-Box wird kein zweites Netzteil benötigt, da sie mit einem Cinch-Kabel an der Anschlussbox für die Lampen angeschlossen wird. Für die dauerhafte Befestigung der Gebäude habe ich die Unterteile mit Bohrung versehen.
auf die Platte des Flughafens geschraubt. Und auch die Gebäudeteile miteinander verklebt. Der Aufbau der Gebäude gelingt durch das ausgeklügelte Stecksystem und der beiliegende Montageanleitung ohne Probleme. Die Ausnehmungen des Zwischengeschosses werden mit Stopfen versehen. Beim Zusammenfügen des oberen Deckenelements und dem Dachelement muss auf das richtige Einsetzen der Stopfen geachtet werden, da sonst eine Lücke zwischen den beiden Platten entsteht. Einige Passagiere genießen den Blick auf das Vorfeld des Flughafens. Sie werden mit einem Tropfen Weißleim auf das Dachelement geklebt, bevor das gewölbte Glasdach darüber kommt.
Die Nähte der zwei Teile im Fluggastbrücken werden durch einen grauen, selbstklebenden Streifen verdeckt. Mit doppelseitigem Klebeband werden die Fluggastbrücken an die Flughafengebäude und die Flugsteige an den Treppenturm geklebt. Der Bau der Skyline-Trasse bereitet keinerlei Schwierigkeiten, da durch verschiedene Gleislängen diese optimal ins Diorama eingepasst werden kann. Die Tunneleinfahrt des Skytrain wird auf das Trassenelement geklebt.
Die Stützen der Skyline-Trasse habe ich ohne Füße auf die Platte gestellt. Bei der Ausstattung des Dioramas mit Zubehörteilen kann man so richtig kreativ werden und dieses nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten. Für das Einsetzen der Fahrzeuge, Figuren, Bäume, Zäune etc. benutze ich Weißleim, da dieser farblos aushärtet. Bei der Ausschmückung des Vorfeldes sind einige Details zu beachten, damit das Diorama auch vorbildgetreu wirkt. Während die Passagiere die Maschine über dem Flugsteig verlassen, wird von hinten links eine Fluggastrippe an die Maschine gefahren, über die dann das Reinigungsteam das Flugzeug betritt.
Die Fahrzeuge mit dem Reinigungsgerät werden im hinteren Bereich der Maschine geparkt. Das Catering-Fahrzeug fährt von der rechten Seite an die Maschine heran, um diese mit Verpflegung für den nächsten Flug zu versorgen. Ein Förderband wurde auch schon bereitgestellt, über das dann einzelne Gepäckstücke aus dem hinteren Gepäckraum transportiert werden. Vorn rechts an der Maschine wird die Gepäckklappe geöffnet und die Gepäckcontainer entladen. Der Abtransport erfolgt dann auf Gepäckwagen, die von sogenannten Mulaks gezogen werden. Das Tankfahrzeug rückt an, um den Flieger mit Kerosin zu versorgen. Die Flughafenfeuerwehr rückt des Öfteren mit den Löschzügen aus, um immer fit zu sein. An den Vorfeldpositionen verlassen die Fluggäste die Maschinen über die Fluggasttreppe und werden dann mit Bussen zum Terminal gebracht.
Hier sind zwei kleinere Jets mit hochgestellten Persönlichkeiten gelandet. Die VIPs werden mit schwarzen Limousinen an den Maschinen abgeholt.